Liebe Zuschauer und Zuschauer, herzlich willkommen im WZ-TV, in dem wir heute über den öffentlichen Personennahverkehr in Wuppertal reden möchten, über den wir gerne hätten oder den sich die Politiker gerne wünschen, die Politikerinnen, von denen wir heute drei Fachkundige an der Zahl im Hause haben, nämlich zu meiner Rechten Caroline Lühnenschloss, die Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat, Mitglied im Aufsichtsrat der Wuppertaler Stadtwerke, Herrn Timo Schmidt, den verkehrspolitischen Sprecher der Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, auch im Stadtrat, auch Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke, also da auch sehr kompetent. Sedat Ogoman, Verkehrsausschussvorsitzender, SPD-Fraktion im Stadtrat, lange Jahre schon in der Wuppertaler Kommunalpolitik unterwegs und Sie sind den ÖPNV-Kummer mehr gewöhnt als jeder andere hier. Wir wollen darüber reden, was wir dringend in den nächsten Jahren tun müssen, um in Wuppertal einen ÖPNV zu erzeugen, der funktioniert, der natürlich auch irgendwie bezahlbar sein muss. Wir haben jetzt vom Stadtkämmerer gehört, dass erstmals nach dem Krieg die Stadt Wuppertal aus ihrem Haushalt die Stadtwerke unterstützen müssen, weil die Stromeinnahmen, die Energieeinnahmen, die Gewinne, die Kosten des ÖPNV nicht mehr ausgleichen können. Es geht da um 8 Millionen Euro, eine ungeheure große Summe, die Wuppertal natürlich wehtut in einer Stadt, die nicht so viel freie Spitze hat, um Dinge zu tun, die sie auch noch tun müsste. Frau Lühnenschloss, wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus? Ich glaube, es ist ganz klar, dass wir einfach eine andere ÖPNV-Finanzierung brauchen. Also wir sehen einfach, dass die Finanzierungsstruktur jetzt aktuell, diese Querfinanzierung über Energie und Wasser, nicht mehr funktioniert. Und wir müssen eben überlegen, was ist uns ÖPNV wert und wofür ist es uns das wert? Wenn wir daran glauben und davon ausgehen, dass wir den Klimawandel auch durch den ÖPNV besser steuern können, dann müsste uns das Geld wert sein, dann müssen wir das Geld dafür in die Hand nehmen und dann finde ich sogar 8 Millionen oder im nächsten Jahr nur 4 Millionen gar nicht so viel für das, was wir hoffentlich dafür kriegen werden, indem wir dann eben den ÖPNV auch hoffentlich bald weiter ausbauen können. Jetzt sind wir aber in einer Situation, dass der ÖPNV, wie wir ihn jetzt haben, auch schon nicht ausreicht. Wir Medien, nicht nur wir, anderen Medien auch, berichten regelmäßig über Menschen, die sich beklagen, die beispielsweise am Eckbusch wohnen und auch nicht mehr angedient werden. Das heißt also, selbst mit den 4 und 8 Millionen und 8 und 4 Millionen kommen wir rein theoretisch nicht hin. Herr Schmidt, was muss man dann, also wir brauchen eigentlich mehr. Es muss also meiner Ansicht nach oder vermutlich auch aus Ihrer Sicht mehr ÖPNV geben und der wird vermutlich auch mehr Geld kosten. Ja, da müssen wir halt den ÖPNV auch effizienter gestalten. Also wir müssen noch in Infrastruktur investieren, das heißt auch Beschleunigungsmaßnahmen, das heißt Busspuren. Wir haben ja das Problem, dass auch viele Beschleunigungsmaßnahmen zurückgebaut wurden, auch in den letzten Jahren. Und da müssen wir halt wirklich das Geld in die Hand investieren. Da wirklich, es gibt Beispiele in anderen Städten, wo bis zu 10% der Kosten von Buslinien halt reduziert werden konnte, allein durch Beschleunigungsmaßnahmen. Und das hat einerseits natürlich den Effekt, dass die Kosten senken und wir halt natürlich auch mehr Linien leisten können, aber andererseits auch, dass der ÖPNV attraktiver wird. Weil wenn man halt genau weiß, ich kann schneller zu meinem Ziel kommen mit dem ÖPNV als mit dem Auto, allein schon von der Reisezeit, dann überlegt man sich trotzdem auch nochmal, okay, nehme ich vielleicht doch mal den Bus, bin ich schneller da, bin ich gemütlicher da und habe halt die lästige Parkplatzsuche auch zusätzlich nicht. Also wir müssen halt wirklich da auch massiv in Infrastruktur investieren und auch, das ist auch nochmal so ein Thema, barrierefreier Ausbau, alle auch dann wirklich teilhaben lassen können am ÖPNV, wo wir dann zusätzlich auch nochmal Kosten einsparen können aufgrund des leichteren, schnelleren Einstieges. Das klingt jetzt so für den Zuhörer und Zuschauer, als könne Wuppertal das aus sich heraus selbst bewältigen. Sie haben mal, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit, das mag 2 Jahre her sein, gesagt, dass der ÖPNV auch steuerfinanziert werden müsste, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt also, dann wäre ja, das wäre eine Aussage, dass Wuppertal alleine mit dem Aufkommen, das es eben erzeugen kann, nicht richtig zum Schuss kommt. Richtig, das sehe ich so. Also auch mit den 4 oder 8 Millionen oder auch 10 Millionen, die wir zuschießen würden, würden wir den ÖPNV nicht finanziert bekommen. Das reicht ja nicht aus, das ist ja für Infrastrukturmaßnahmen. Wir fahren ja ein Defizit ein von 65 Millionen ansteigen, wir gehen auf die 70 Millionen zu, um den Ist-Zustand zu halten. Parallel werden Linien eingekürzt, Fahrwege umgestellt, verkürzt, Haltestellen verlegt. Das sind ja alles Maßnahmen, um auch wiederum Geld zu sparen. Das bringt uns aber nicht weiter. Wir werden mit den Energiekosten oder aus der Energiesparte erwirtschafteten Geld der WSW werden wir den ÖPNV so nicht finanzieren können. Insofern müssen wir sehr schnell darüber nachdenken und sehr schnell zu einer Entscheidung kommen. Ich stehe dazu, ja, steuerfinanziert, weil es ist ein Grundrecht, Mobilität, dass wir jedem, allen, die Teilhabe, soziale Teilhabe ermöglichen.
also von jugendlichen Kindern, die jetzt gar nicht mit dem Auto so mobil sind beispielsweise, wie auch älteren Menschen und Berufspendlern, dass wir allen die Teilhabe ermöglichen und dann auch alle daran beteiligen. Warum sollen beispielsweise nur die WSW Energiekunden für den ÖPNV bezahlen? Warum nicht alle, die in dieser Stadt leben und die den ÖPNV nutzen oder nutzen könnten? Insofern müssen wir tatsächlich dieses veraltete System mal überdenken. Denken und darüber sprechen ist ja gar nicht schlecht. Insofern fand ich die Vorstöße, Bürgerticket und welche Gedanken es auch immer gab. Bürgerticket halte ich nicht für umsetzbar, aber es ist zumindest ein Denkanstoß. Es ist nicht nur einfach nur Gemopper und Kritik, sondern etwas, was man aufgreifen kann, den Gedanken fortführen und vielleicht dann einem Ergebnis zuführen. Wenn Sie aber sagen, jeder, der den ÖPNV nutzt oder nutzen könnte, soll sich daran beteiligen, ist das im Grunde aber nicht viel anders als ein Bürgerticket. Das sieht ja doch vor, wenn ich das richtig gelesen habe, dass jeder, sagen wir mal, zum Beispiel 50 Euro im Monat bezahlt und alle kann und könnte dann rein theoretisch, statt des Maserati, auch mit dem ÖPNV durch die Gegend fahren. Das ist doch so, oder? Bürgerticket sagt ja, ist ja eine Gebühr. Die Steuer ist ja keine Gebühr, ist ja nicht zweckgebunden. Das heißt, deswegen auch die Forderung nach einem steuerfinanzierten ÖPNV. Aber am Ende kommt es selber raus. Es geht Geld vom Bürger in eine andere Hand. Das Geld ist auch weg. Das heißt, es ist aber egal. Wobei das Thema mit den Steuern, also das ist ja das große Problem der Kommunen, sie können nicht so sehr viele Steuern erheben. Richtig. Von der Gewerbesteuer abgesehen und kleinen Anteil einer Einkommensteuer, glaube ich, ist da nicht viel drin. Und die Gewerbesteuer wird selbst der Hebesatz, aber alles andere eben nicht. Genau. Da ist also auch, sagen wir mal so, in den vergangenen 25 Jahren, in denen ich Wuppertal jetzt beobachte, hat jetzt noch kein Finanzminister, egal welcher Partei er war, seinen Füllhorn genommen und ist ausgerechnet über dem Bergischen Land ausgekippt. Also die Gefahr ist ja auch relativ groß, dass das so weitergeht, oder? Genau. Man sind jetzt ja alles hier noch zwei Ampel-Koalitionäre haben auch noch dabei, sozusagen. Also, oder haben Sie Gegenteiliges gehört, Herr Schmidt? Wird denn jetzt mit dem FDP-Verkehrsminister, hat ja auch nicht gut geklappt. Hätte mich über einen grünen Verkehrsminister mehr gefreut, natürlich, selbstverständlich, aber ich glaube schon, dass wir auch da viel erreichen können und trotzdem noch viel bewirken können in der Ampel und auch da den ÖPNV stark steigern können. Also geht auch darum, halt wirklich zum Thema auch Steuerfinanzierung diese soziale Teilhabe zu fördern, denn also am Kfz-Verkehr profitieren halt wirklich nur Menschen von 18 bis ungefähr 70, 80 so gesehen. Und da müssen wir uns auch klar werden. Das sind übrigens die meisten in Wuppertal. Das sind natürlich die meisten in Wuppertal, aber die meisten werden auch irgendwann in der Kategorie 70, 80 nochmal landen, wo sie vielleicht dann das Auto nicht mehr so sicher steuern können und wo es dann auch ratsam ist, vielleicht auf den ÖPNV umzuschwenken und da halt auch einen effizienten ÖPNV zu garantieren, dass man auch weiterhin am Leben teilhaben kann. Weil es bringt ja nichts, wenn wir dafür sorgen, dass die älteren Menschen in ihren Wohngebieten bleiben und dann nicht mehr in die Stadt kommen. Weil wir wollen ja einen Austausch haben in der Stadt. Wir wollen ja, dass alle zusammenkommen und sich auch weiterhin treffen können. Zumindest, wenn die Pandemie auch wieder vorbei ist. Jetzt ist ja Theorie immer sehr schön. In der Theorie klappt auch vieles, was in der Realität dann nicht ganz so gut klappt. Frau Lüdenschloss, ja, wir hatten ja in Wuppertal, kann ich jetzt mal so persönlich sagen, die sehr schöne Idee mit dem Hol-mich-App-Taxis da, diesen E-Autos da aus England, die sehr, sehr nett sind, hat nicht funktioniert irgendwie, oder? Also das läuft jetzt aus, das Projekt, und es hat irgendwie jetzt nicht so durchgezündet, wie man sich das vorgestellt hat. Woran liegt das denn? Letztlich wird das Projekt ja weiter fortgeführt werden, da gehen wir stark von aus. Ich glaube einfach, die Frage ist immer, wie steigern wir denn eine Nachfrage? Genau. Also alleine darüber, dass die blauen Autos eben durch Wuppertal fahren, hat es noch keiner benutzt. Und also ich selbst habe ein paar Mal in die App reingeguckt und habe gedacht, ach, heute könntest du es ja mal machen, weil Taxi ist doch relativ teuer von mir aus, ich wohne relativ außerhalb. Und es hat aber immer daran gescheitert, dass ich mit dem blauen Auto nicht zum Ziel fahren konnte, sondern meine Ziele lagen immer außerhalb dieser Range. Also war das für mich schon nicht geeignet. Und ich glaube, so ging es ganz vielen, weil eben diese kleine Strecke, die dann doch die Hol-mich-App überhaupt einschließt, die braucht man eigentlich nicht, sondern wenn, nutze ich ja ein Taxi, weil es außerhalb der Erreichbarkeit mit dem Bus liegt. Und ich kann eben in dieser Erreichbarkeit sehr, sehr gut von mir aus mit dem Bus fahren und das ist dann immer noch deutlich günstiger als die Hol-mich-App. Aber ich glaube schon, dass das eben der Ansatz ja ist, wie können wir verschiedene Verkehrsmittel miteinander verknüpfen und wie können wir vor allem den maximalen Wohlfühlfaktor auch für Menschen daraus holen. Also ich sehe das nämlich tatsächlich so, gerade was du gesagt hast, mit die Leute profitieren vom Individualverkehr, auch wenn ich bei der CDU bin und wirklich gerne Auto fahre. Aber vieles davon, glaube ich, redet man sich als Autofahrer auch ein, dass man es gerne macht. Wenn man sich die ADAC-Studie Anfang des Jahres anguckt,
dann sieht man, dass in Wuppertal Autofahrer am unzufriedensten sind. Und ich selbst habe das Montag gemerkt, wir haben ja alle ungefähr gleichzeitig Montagsfraktionssitzung in Barmen. Und wenn ich da um 15 Uhr hinfahre, beziehungsweise vor 15 Uhr, dann ist das eigentlich völlig in Ordnung. Fahre ich da zu spät hin und bin nur 20 Minuten später da, stehe ich einfach am alten Markt wahnsinnig lang im Stau und kriege eigentlich schon einen Anfall und könnte eigentlich überall anders außerhalb besser parken, mit der Schwebebahn weiterfahren. Und da muss eben auch dieses Umdenken stattfinden, zu sagen, okay, was macht es denn für mich eigentlich persönlich bequemer? Und das können wir, glaube ich, durch Marketing gut auch anreizen, eben sagen, wir machen gute Spots, die eben zeigen, wie gemütlich kann es denn sein eigentlich? Und statt eben im Stau zu stehen und sich zu ärgern, kann ich dann vielleicht mal eben noch die Nachrichten checken auf meinem Handy oder was auch immer machen. Aber da muss man eben auch sagen, da haben wir gerade in Corona einen massiven Rückschlag gehabt. Also ich selbst bin auch mehrfach mit der Bahn irgendwo hingefahren und habe gemerkt, wenn ich da keinen Abstand habe, man fühlt sich nicht sicher. Ja. Und so geht es einem auch im Bus. Und da müssen wir jetzt gucken, wie können wir auch in der Pandemie Sicherheit vermitteln? Das fehlt aktuell. Herr Ugemann, wir beide sind vielleicht schon so ein bisschen durch unser Alter mehr die Generation als Auto als Sie beiden. Wir kennen gar nicht anders. Wir haben schon fast gar keine Beine mehr, weil wir dort Auto fahren. Jetzt haben wir die Situation, ja, wenn wir Bus fahren. Also ich von wegen Komfort und Bequemlichkeit. Also da sage ich jetzt mal so provokativ, da ist das Auto ja gar nicht zu schlagen. Ich kann die Musik hören, die ich möchte. Ich höre den Radiosender, den ich möchte. Neben mir rempelt mich keiner an. In meinem Auto, ich habe, auch wenn ich mal billige und so, da läuft von innen nicht das Wasser runter von der Atemluft der Passanten, die ich gar nicht kenne, der Menschen, wildfremder Menschen, die sich fast weinend in meinen Arm legen. Also es ist auch eine Komfortfrage. Und da, das, was wir heute haben, da muss man doch mal ehrlich sein, jetzt auch als Vertreter des Aufsichtsrats der Stadtwerke, das reicht da hinten und vorne gar nicht aus. Also wenn Sie mit dem Bus fahren und das ist gerade mal stille Tage, das Gedenken ist im November, Dezember, kalt draußen, das ist ja abstoßend. Oder, Herr Ugemann? Genau. Ja. Was tun wir dagegen? Wir schreiben ja den Nahverkehrsplan seit 10 Jahren, glaube ich. Echt? Das wird schon 30, ehrlich gesagt. Damit können wir das natürlich regeln. Wir können auch sagen, welchen Komfort sollen die Busse bieten, welchen Takt, wir können damit alles regeln. Wir müssen natürlich auch immer, überall hängt auch ein Preisschild dran, müssen wir dann auch natürlich irgendwie bezahlen. Ich sehe ÖPNV jetzt nicht als Konkurrenz oder als Verdränger des Autos oder des Fahrrades oder des Schuhwerks, sondern als ein Teil des gesamten Mixes. Frau Lühnschloss hat das ja auch angesprochen. Nur dieses Angebot muss dann sehr, sehr gut sein. Ich kann nicht von Menschen erwarten, die auf Knopfdruck ihre Serie schauen können, sei es Netflix oder andere Streamingdienste, die auf Knopfdruck auch Samstagnacht um 23 Uhr sich einen Kühlschrank kaufen können oder ein Sofa oder Nahrungsmittel, was auch immer, dann kann ich natürlich nicht von denen erwarten, dass die dann diese Erfahrung machen, dass sie dann eine Woche vorher ein Auto beim Carsharing-Anbieter reservieren müssen, dass sie dann 25 Minuten auf dem Bus warten oder dass die Umstiege nicht funktionieren. Das muss dann natürlich auch so flexibel und gut sein. Bus wird nie den Komfort haben, den wir in unserem PKW haben, wo eine stellt auf, ich habe es gerne sehr warm, andere haben es gerne eher kühl, ich höre eine andere Musik. Das werde ich im Bus natürlich nicht haben können. Aber ich habe natürlich die Schnelligkeit, den Komfort. Ich bin hier jetzt mit der Schwebebahn hingekommen, das war für mich sehr, sehr schnell, schneller als mit dem Auto, weil ich mich nicht durch den Verkehr quälen muss, auch hier keinen Parkplatz suchen muss. Ich bin also direkt dann vom Döppersberg hier rübergelaufen. Hier ist es gut. Andere Erfahrungen zeigen natürlich, wenn die innerhalb der Stadt von einem Stadtteil dann ins Zentrum 40 Minuten brauchen oder 45 Minuten, das geht nicht. Also ich kann mich nicht in einer Stadt in 60 Minuten bewegen. Das ist nicht zumutbar. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn das Angebot nicht angenommen wird. Das heißt, wir müssen den Nahverkehrsplan auf kurze, knackige Verbindungen setzen, kurze Linien, dass die auch keine großen Verspätungen einfahren. Da die Schwebebahn, die subjektiv hat sie viele Ausfälle, tatsächlich ist es ja gar nicht so schlimm statistisch, die sehr schnell unterwegs ist, sehr zügig unterwegs ist. Also wenn ich mich zur Richtung Tal bewege mit der Schwebebahn, dann in den Ost-West-Verbindungen und dann wieder hoch mit den Bussen, das kann funktionieren. Ich bin davon überzeugt, dass das funktionieren wird. Auch die blauen Caps, die Sie angesprochen haben. Ich habe eine andere Wahrnehmung, eine durchaus positive. Dadurch, dass jetzt in diesem Projekt der Bezirk sehr eng begrenzt ist, kommt man immer nur bis zu einer bestimmten Stelle und dann ist Schluss. Also ich konnte nicht damit fahren, weil ich außerhalb des. Ja, aber dann, und wenn Sie es anders haben wollen, müssen Sie den Taxifahrern sagen, dass Sie nicht mehr fahren dürfen. Dann kriegen Sie ja auch. Dass die da jetzt nicht so amüsiert sind, so verstehe ich. Genau. Es ist keine Konkurrenz zum Taxi. Es ist ein Teil des ÖPNV.
Und das werden wir natürlich auch im Nahverkehrsplan diskutieren, ob wir mehr von diesen On-Demand-Verkehren einsetzen, um dann beispielsweise auch entferntere Quartiere oder Bezirke. Sprechen wir über Beinburg. Wie kommt man mit dem Bus nach Beinburg? Da muss man wahrscheinlich eine Übernachtung einlegen, um dann dort anzukommen. Und aber das Ziel ist sehr schön. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Dauert halt, aber es lohnt sich. Genau. Ja. Wo Sie die Schwebebahn gerade ansprechen, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Die Schwebebahn ist ja hochdefizitär. Super Verkehrsmittel, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Klappt auch wirklich viel mehr, besser, als man denkt. Aber bis zu 30 Millionen Euro im Jahr ist doch auch viel Geld. Das kann ja so ein bisschen auch schon mal so ein Gespür dafür schaffen, über welche Summen wir eigentlich reden. Wir reden ja jetzt davon, dass wir heute anscheinend zu wenig Angebot, also auch zu wenig Linien oder zu wenig durchtaktete Linien haben. Das bedeutet, man braucht mehr Personal. Wir durften gestern in unserer Zeitung abermals die Nachricht veröffentlichen, dass den Stadtwerken die Fahrer ausgegangen sind, dass ganze Buslinien gar nicht bestellt werden im Moment. Also das ist ja auch noch ein Problem, das was ja dann wieder auf die Kostenseite schlägt, das eine. Das zweite ist, was ich mich manchmal auffrage, Sie haben gerade gesagt, 45 Minuten von einem Stadtzentrum zum anderen. Regen wir uns nicht manchmal ein bisschen zu sehr auf über den Verkehr? Ich meine, wenn man das mal mit Essen, Köln, Düsseldorf, ich rede jetzt nicht von Hamburg und München, da bin ich zu selten, aber das ist auch immer schlimm, wenn ich da bin. Da sind es ja wirklich schlimm. Also hier haben wir ja wirklich Verkehrsprobleme. Liegt auch ein bisschen halt daran, dass Wuppertal damals in den 70er Jahren beim Thema autofreundliche Stadt bei der Planung sehr weit nach vorne geprescht sind. Also es waren noch heftigere Ideen im Gespräch. Also da gab es Konzepte wie eine Brücke von der Schnellstraße über den Haspel drüber, um Hattingen besser anzubinden, alles Mögliche. Wo wir heute sagen würden, oder die halbe Südstadt in Barmen abzureißen für eine Südtangente. So, heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber das sind auch Maßnahmen wie auch die Hochstraße, wo eine ganze Häuserseite abgerissen wurde. Das kann man heute noch sehen, um da die Straße zu verbreitern. Und daran kann man aber auch sehen, welche Kosten, weil Sie hatten es ja gerade angesprochen, halt auch für den Kfz-Verkehr dahinter stehen. Und auch Kosten, nicht nur der Bau, das ist ja viele vergessen, auch im Nachhinein die Straßeninstandhaltung. Das sind Kosten, die tragen wir alle. So, und natürlich, ein Bus wiegt mehr und kann auch pro Fahrzeug mehr Schaden für eine Straße anrichten als ein Auto, aber in der Menge des Kfz-Verkehrs, des Individualverkehrs, die wir haben, ist da halt auch wirklich der Kfz-Verkehr der Teil, der am meisten diese Straßenschäden verursacht und den die Reparaturen zur Folge hat, wo auch Gehwege dann dazu stehen, da werden wir wieder mit dem Thema Gehweg parken, und das sind sehr hohe Kosten, die jeder von uns trägt, auch die Leute, die kein Auto haben. Und da müsste man halt auch drüber reden, wenn wir dann über die Kosten der Schwebebahn reden, wie teuer und wie viel wert ist uns so gesehen auch der Kfz-Verkehr. Und diese Kosten können wir halt schwer bemessen, weil ja dazu auch der Güterverkehr nochmal dazu fällt und natürlich auch der Busverkehr, weil wir keine separaten Trassen in dem Bereich halt haben. Vielleicht können wir mal versuchen, auf der Zielgerade unseres Gespräches so, versuchen, mal konkreter zu werden. Wir sind ja im Grunde noch am Anfang einer neuen Legislaturperiode, die ja 5 Jahre dauert in den Kommunen. Wir haben jetzt 1 Jahr hinter uns gebracht. Und man sagt ja immer in der Politik, das werden Sie vielleicht bestätigen können, man macht am Anfang die fiesen Dinge. Ne? Weil dann haben sie am Ende die Leute wieder vergessen, wenn wieder gewählt wird. Was müssen wir denn eigentlich jetzt mal sagen wir mal als Beispiel im nächsten Jahr? Was schlagen Sie vor? Was konkret muss jetzt mal geschehen, damit für das Thema ÖPNV, Wandel der Mobilität, den wir sicher brauchen, das weiß auch jeder, damit mal auch da Betrieb kommt, also damit sich auch mal was bewegt. Frau Lünscher, was machen wir in den nächsten 24 Monaten konkret, möglicherweise sogar mit der SPD auch zusammen und möglichst mit einer möglichst breiten Mehrheit im Stadtrat, das ist ja, hat ja dann immer auch Sinn. Was machen wir konkret in den nächsten 24 Monaten, um auf diesen Trip mal zu kommen, dass wir Mobilität anders organisieren? Wir sehen jetzt aber gute Projekte, die an den Start gegangen sind. Am Mittwoch ist Easy an den Start gegangen, also das neue Bezahlsystem in NRW, mit dem man eben ja per Luftlinie bezahlt. Das ist ein guter Baustein, weil ich bin immer noch der Meinung, wir müssen den Komfortgedanken am höchsten legen, weil ich sehe das ganz genau wie Sie. Warum fahre ich denn nicht mit dem Bus? Weil es mich anekelt, wenn da das Wasser die Scheibe runterläuft, wenn mich jemand anhustet und das auch schon vor Corona. Ist auch nicht jeden Tag so, weil es richtig ist. Aber persönlich, sind Sie mal abends mit dem Bus gefahren? Da ist das nämlich super. Abends ist nämlich keiner da und da merke ich immer, wie komfortabel das für mich ist. Dann fahre ich in die Stadt und merke, ach, muss morgen dein Auto nicht abholen, und das ist super für mich. Und das müssen wir doch eigentlich den ganzen Tag versuchen zu schaffen. Das heißt, wir müssen eben Linien ausbauen, aber dafür brauchen wir das Geld. Da müssen wir hoffen, dass die Ampel das macht. Da lege ich die Hoffnung in Sie. Wir können es diesmal nicht machen und ich glaube auch, dass die NRW-Regierung da in die Verantwortung genommen werden muss, weil Wuppertal alleine kann es nicht. Wir haben auch nicht den Spielraum. Wir können ja jetzt nicht endlos die Grundsteuer und Gewerbesteuer anheben, dann
macht das in Wuppertal keiner mehr. Und das auch berechtigterweise. Deswegen bin ich mir ganz sicher, wenn wir den Komfort da ausbauen, wenn wir da wirklich investieren, das eben über Land und Bund, dann kann sich das lohnen. Ich glaube, dann macht das für uns alle auch viel mehr Spaß und wir steigen dann auch freiwillig mehr um, Stück für Stück. So wie ich das bei mir eben bemerke, dass ich eben abends umsteige schon, das ist der erste Schritt. Und das müssen wir versuchen, überall zu erreichen. Herr Ugemann, Busspur über die Talachse mal vielleicht? Busspuren oder Busbeschleunigung grundsätzlich muss man drüber nachdenken, muss man drüber sprechen. Ja, Busbeschleunigung, das ist ja auch ein Einsparpotenzial. Hat bisher nicht funktioniert. Wir haben bisher dafür keine durchgehenden Mehrheiten gefunden in Wuppertal. Richtig, ne? Richtig. Auch Falschparken, also Verkehrsbehinderungen, also ein Bus, der stecken bleibt, verursacht auch Kosten und viel Ärger. Das sind alles Maßnahmen, die wir ohne Gelder der Ampel umsetzen können. Wir müssen aber einerseits natürlich hoffen auf Steuermittel, aber andererseits müssen wir auch, wenn wir tatsächlich gestalten wollen, müssen die Ratsfraktionen sich tatsächlich Gedanken machen, wie wir es aus eigenen Mitteln schaffen, einen möglichst guten ÖPNV darzustellen. Wer keine Ideen hat, alle haben Ideen, irgendwas steht immer in den Kommunalwahlprogrammen, bei allen steht was drin, ich habe auch nachgesehen. Wer keine Idee hat, muss sich immer vor Augen führen, wir haben ja den Green City Plan zum Beispiel nicht ohne Grund geschrieben. Also das Damoklesschwert Fahrverbote schwebt immer noch über uns. Auch die Initiativen, die Verkehrsfuß e.V. und die Radfahrenden und dergleichen, die werden auch selbstbewusst, auch zu Recht. Die klagen irgendwann auch ihre Rechte ein. Das heißt, wenn wir jetzt nicht langsam handeln, und Alternativangebote, beispielsweise ÖPNV, unterbreiten, was dann dazu führt, dass man vielleicht nicht mehr 5 oder 6 Autos vor der Tür stehen hat, sondern nur noch 2 oder 3, dass das auch alles irgendwie passt, dass wir nicht die ganze Stadt zugestellt haben. Wer also keine Ideen hat, wie ÖPNV gemacht werden soll, der sollte sich dann diese Aspekte mal anschauen, wie es denn aussehen könnte, was passiert, wenn ich nicht handle, sondern andere handeln und stellen mich vor vollendete Tatsachen. Das könnte dann wiederum Ideen bei anderen, bei denjenigen, die ideenlos sind, produzieren. Das ist meine Hoffnung. Und wir sind im Verkehrsbereich, zumindest im Verkehrsausschuss, mit der Fraktion kommen wir ganz gut ins Gespräch. Das machen wir natürlich nicht hier so am offenen Tisch. Das machen wir dann zu gegebener Zeit. Ich denke, das ist auch richtig so, weil wir wollen uns ja nicht gegenseitig torpedieren. Es ist auch wichtig bei so einem Thema, dass alle an einem Strang ziehen, weil gerade das Verkehrsthema ist, es betrifft alle, unmittelbar. Und deswegen brauchen wir da auch eine breite Mehrheit und einen Konsens. Und, ja, aber ist das so? Und Sie haben natürlich recht. Und das sind doch Dinge, werden natürlich nicht öffentlich verhandelt. Das ist vollkommen klar. Aber Sie haben ja gesagt, Sie schreiben 10 Jahre am Verkehrsplan. Wir reden über dieses Thema gerade im Wuppertal. Quartiersparken und sowas reden wir schon länger als 10 Jahre. Das weiß ich auch als Zugereister. Und ich weiß von vielen Leuten, dass sie immer sagen, was denn jetzt? Deswegen habe ich gerade so konkret, was macht man in den nächsten 24 Monaten? Ist jetzt nicht so lang, aber auch nicht so wenig Zeit. Also da könnte man ja in dem Sinne, was Sie gerade gesagt haben, zumindest mal Pflöcke einschlagen. Welche wären das, Herr Schmidt, die Sie gerne einschlagen würden? Also bei mir wäre es auf jeden Fall, habe ich auch schon erwähnt, barrierefreier Ausbau, auch aus persönlichen Gründen. Meine Großmutter kann jetzt zum Beispiel im öffentlichen Leben kaum noch teilnehmen außerhalb von Katernberg, weil halt da die Bussteige halt unterhalb des Straßenniveaus sogar liegen, nach der zigmaligen Aufteerung der Nebelgeser Straße. Es sind halt tatsächlich auch die Beschleunigungsmaßnahmen und auch vielleicht auch da ein bisschen auch das rüberzubringen und ein bisschen das zu vermarkten. Also auch zu zeigen, man ist schneller, weil man diesen Suchverkehr nicht drin hat im ÖPNV. Und das auch klar zu vermitteln und auch die positiven Beispiele nach vorne zu bringen. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, auch, dass wir das gestalten können. Und mir ist auch da sehr wichtig, gerade diese Zusammenarbeit und auch generell, dass wir da auch die Willensbekundung haben, dass wir auch zeigen, weil wir können natürlich nach oben schauen und sagen, okay, wir wollen vom Bund und Länder, wollen wir Geld haben, aber wir müssen auch zeigen, wir wollen. Wir wollen nach vorne kommen, wir wollen gestalten, wir haben Ideen, wir haben Visionen, wir wollen die Mobilitätswende. Und wenn wir halt immer nur gucken, okay, was machen wir jetzt, wie finanzieren wir das jetzt hier und da, sondern wir sollten schon mal gestalten, was wollen wir, was sind unsere Ziele und dann gucken, wie können wir diese Ziele erreichen und finanzieren. Wenn wir uns jetzt in einem Jahr nochmal wieder treffen, wozu ich jetzt schon herzlich einlade, was, Frau Lühnenschluss, haben wir dann schon erreicht? Ich denke, im Bereich barrierefreiem Ausbau werden wir dann schon deutlich weiter sein. Ich glaube auch, dass wir bis dahin auf jeden Fall Busspuren haben werden. Ich glaube, da kommen wir gar nicht drum herum. Und mein persönliches Ziel wäre tatsächlich auch, dass ich
jeder dann zumindest einmal die Woche selbst freiwillig in den Bus setzt, weil es eben attraktiv ist, weil die WSW es geschafft hat, gute Werbung zu machen und dementsprechend zu zeigen, dass sich mit dem Busfahren eben ganz persönlich lohnt. Das können wir alles bemessen, werden wir dann tun und dann können wir in der nächsten Woche darüber sprechen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Danke. Schön.